Brandenburg aktuell. Schönen guten Abend an meiner Seite für die Kurznachrichten. Auch heute Peter Wachsmann. Schönen guten Abend. Hier einige unserer heutigen Themen. Mordfall Elias. Anklageschrift offenbart grausame Details. Gesundheitskarte. Arztbesuche für Flüchtlinge werden einfacher. Und Bomben gesprengt. Deichbau in Brese kann weitergehen. Es gibt noch keinen Prozesstermin, aber eine Anklageschrift. Aus der sind verstörende Details bekannt geworden. Danach scheint der mutmaßliche Entführer und Mörder des kleinen Elias aus Potsdam und des Flüchtlingskinds Mohammed aus Berlin sehr planmäßig vorgegangen zu sein. Näheres jetzt von Michael Nowak. Bisher war bekannt, dass der 32-jährige Täter Elias offenbar von einem Spielplatz im Potsdamer Stadtteil Schlatz in sein Auto lockte. Wie die Bild-Zeitung heute berichtet, zog der Mann dem Kind dort eine Gummimaske über den Kopf und versuchte, es zu missbrauchen. Anschließend erdrosselte er den 6-Jährigen. Diese Informationen stammen offenbar aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Dort steht wohl auch, dass der Angeklagte schon in den Monaten zuvor in seinem Heimatdorf Kaltenborn bei Luckenwalde den Missbrauch mit Kinderpuppen geübt haben soll. Dies hat er möglicherweise mit Videos dokumentiert. Im Potsdamer Stadtteil Schlatz, dort wo der Junge entführt wurde, überwiegt immer noch die Trauer über das Geschehen. Hier hatten Nachbarn wochenlang bei der Suche nach Elias geholfen. Einige treffen sich immer noch regelmäßig. Die Grausamkeit, das macht uns alle wütend und wir sind einfach wirklich wütend, enttäuscht, traurig, dass man das einem kleinen Kind so antun kann. Aber letztendlich die Fakten, mich selber, ich habe mit allen schlimmen Sachen gerechnet. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das komplett überfährt. Nach Elias Tod entführte der 32-Jährige im vergangenen Oktober in Berlin den kleinen Flüchtlingsjungen Mohammed, Bilder einer Überwachungskamera. Den 4-Jährigen nahm er mit in seinen Heimatort Kaltenborn. Dort missbrauchte er den Jungen dann sexuell. Auch hier gibt es offenbar vom Entführer gedrehte Videos, die den Ermittlern vorliegen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam will heute grundsätzlich keine Details aus der Anklageschrift bestätigen. Das Papier liegt inzwischen beim Landgericht. Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem der mutmaßliche Mörder ein Geständnis abgelegt hat. Der Prozessbeginn steht bisher nicht fest. Die Potsdamer hoffen auf einen schnellen Beginn. Ich finde, das ist wieder eine Etappe, um damit abschließen zu können. Für jeden Einzelnen, für die Familie von den betroffenen Kindern, ebenso wie für alle, die es irgendwie betroffen hat. Und ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dieser Mensch, er ist sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Leben er verändert hat. Gutachten bestätigen inzwischen, dass der Mann voll schuldfähig sei. Ihm droht lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Wirtschaftlich legte Brandenburg letztes Jahr ordentlich zu. Das Wirtschaftswachstum war um 2,7% höher als im Vorjahr und damit 1% höher als im Bundesdurchschnitt. Zugpferde dieses Wachstums waren das produzierende Gewerbe und das Baugewerbe. Vielleicht ist das also mehr als nur der Frühlingsaufschwung, wenn im März dieses Jahres weniger Brandenburger ohne Arbeit waren als im Vormonat. Sonja Löning fasst die aktuellen Zahlen und Langzeittrends zusammen. Top-Aussichten für den Brandenburger Arbeitsmarkt. Es sind die niedrigsten Arbeitslosenzahlen, die im März jemals in Brandenburg erhoben wurden. Die Zahl der Erwerbslosen ist weiter gesunken. So waren im März knapp 115.000 Menschen ohne Arbeit. Im Vergleich zum Vormonat sind das rund 4.700 weniger. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,7%. Der milde Winter sei mit ein Grund für den positiven Trend, meinen Arbeitsmarktexperten. In vielen Branchen wurde die Winterpause verkürzt. Dazu kommt noch der übliche Frühjahrsaufschwung. Die gute Stimmung spürbar auch bei vielen Brandenburgern. Ich sag mal, das Lebensgefühl ist etwas besser geworden. So kann ich es eigentlich nur ausdrücken. Ich bin jetzt, nachdem meine Tochter zur Welt gekommen ist, wieder auf Arbeitssuche und versuche eben schnellstmöglich wieder in die Arbeit zu kommen. Aber wie es jetzt genau, also es werden auf jeden Fall viele Stellen angeboten. Das sieht man auf jeden Fall. Also mehr als früher. Die Langzeitarbeitslosen, sage ich mal, nicht, die bedrücken mich schon und die sind natürlich auch sehr bedrückt, weil da gibt es für einige schlichtweg kein Licht im Tunnel. Ne? Dadurch, dass ich erstens eine Ausbildung noch gemacht habe und aber nach einer schulischen Ausbildung auch mal zum Amt musste und sie mich dann gefragt hat, wie lange seien Sie denn schon arbeitslos? Da habe ich gesagt, 2 Wochen bin ich aus der Schule raus. Und es ging also mit Ausbildung ging es schnell, aber wenn ich so einen Nebenjob suche, geht es eigentlich auch sehr schnell. Nach Aufschwung sah es vor einigen Jahren noch nicht aus. Die Arbeitslosenquote damals um die 20%. Von einstigen Arbeitsstätten sind nur Ruinen geblieben. Das schlug sich in den Arbeitslosenzahlen nieder, wie ein Vergleich der Märzmonate zeigt.
Waren im März 1996 noch 201.000 Menschen ohne Arbeit, gab es im März 2001 den negativen Rekord mit 247.000 Erwerbslosen. Danach sanken die Zahlen immer weiter, bis heute auf 115.000 Erwerbslose. Viele offene Stellen gibt es derzeit im Bildungsbereich, bei der Polizei oder im Verkauf. Doch bei allen positiven Trends wird auch deutlich, dass es im Land Brandenburg immer noch große regionale Unterschiede gibt. Besonders niedrig ist die Arbeitslosenquote für den aktuellen Monat März in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fleming. Am höchsten dagegen in den Landkreisen Uckermark und Oberspreewald-Lausitz. Die vielen Flüchtlinge aus dem Herbst 2015 tauchen in der Arbeitsmarktstatistik noch nicht auf. Trotzdem rechnet die Arbeitsagentur mit einer gleichbleibenden positiven Entwicklung für die kommenden Monate. Ja, zum Flüchtlingsthema auch jetzt. Wenn man zum Arzt kommt, legt man seine Gesundheitskarte vor. Normal. Brandenburgs Sozialministerin Diana Goltze plant das auch für Flüchtlinge und Asylbewerber. Soll einerseits ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung erleichtern, andererseits die Verwaltung entlasten. Die Kosten will das Land übernehmen. Mit den Krankenkassen ist sich die Ministerin heute schon einig geworden. Jetzt müssen aber auch noch die Landkreise und Ärzte überzeugt werden. Andreas König. Die Gesundheitskarte soll die Behandlung von Flüchtlingen leichter machen. Weniger Schreibkram bei der Patientenaufnahme und den Abrechnungen. Doch die Chipkarte behandle noch keine Patienten und so sind für Peter Noack noch einige Fragen offen. Das dringendste Problem für den Chirurgen ist die Sprache. Wir stellen uns vor, dass Sprachkundige/Dolmetscher den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Die Patienten machen enormen Aufwand in der Arztpraxis, bestimmt 5 bis 10 Mal mehr als normale Patienten. Deshalb fordern wir auch eine angemessene, etwas höhere Vergütung dafür. Ja, und wir wollen auch in einer gesonderten Vereinbarung mit dem Ministerium besser klären, was für Leistungsanspruch haben eigentlich diese Asylbewerber. Dabei hieß es heute mit den Unterschriften der Sozialministerin und den Vertretern der Krankenkassen, der Weg sei frei für die Gesundheitskarte. Das Land trägt 100% der Kosten, doch auch die Kommunen haben ihre Bedenken, auch weil sie nicht an den Gesprächen beteiligt wurden. Warum man das nicht von vornherein mit allen Beteiligten vernünftig ausgehandelt hat, das ist mir wirklich ein Rätsel. Und das ist ja der springende Punkt bei der ganzen Sache. Diese elektronische Gesundheitskarte mag ein guter Ansatz sein. Aber wenn die nicht mal sperrbar ist, selbst im Abwanderungsfall, so will ich das mal nennen, oder auch im Missbrauchsfalle und viele weitere Sachen, dann kann es sein, dass wir am Ende des Tages dabei uns noch gewaltig wundern werden. Bedenken, die Ministerin so nicht teilt. Ich glaube, dass wir diese Fragen dann wirklich auch beantworten können, dass auch die Kassen mit der Erfahrung, die sie schon in anderen Bundesländern gesammelt haben, auch Befürchtungen der Kommunen abschwächen können, was, wenn es um das Thema Missbrauch geht, wenn es um das Thema des Verwaltungsaufwands und der Kosten geht. Ich glaube, dass sich diese Fragen werden beantworten lassen können. Ganz wichtig ist der Ministerin, dass die Gesundheitsversorgung für die Flüchtlinge einheitlich geregelt wird und es im Land keinen Flickenteppich gibt. Dabei setzt sie auch auf die beteiligten Kassen, die die Abrechnung der Leistungen übernehmen werden. Wir nutzen unsere eigenen Prozesse und Strukturen und unsere Erfahrung, unser Know-how und stellen das den Gemeinden zur Verfügung, um eben auch ein bürokratiearmes Verfahren sicherzustellen, um das einfach leichter zu machen. So viel Einigkeit wie mit den Kassen gibt es mit den Kommunen und den Ärzten noch nicht. Doch die Sozialministerin hofft, dass die Gesundheitskarte trotzdem zum 1. Juli eingeführt werden kann. Auf Brandenburgs Polizei schauen wir jetzt in den Kurznachrichten. Peter. Die Polizei im Land bekommt Verstärkung. 11 Frauen und 49 Männer haben heute in Oranienburg an der Fachhochschule der Polizei ihren Abschluss gemacht. Schon morgen werden sie dann ihren Dienst antreten, um die angespannte Personalsituation zu entlasten. Die neuen Beamten werden bei Demonstrationen als Absicherung eingesetzt oder zum Schutz von Flüchtlingsheimen. An der Therme in Bad Saarow darf weiter gebaut werden. Das hat das Landgericht Potsdam heute entschieden. Es wies damit eine Klage der Architekten der Therme und des Kurparkes ab. Die verklagte Kur GmbH Bad Saarow hatte die Therme um eine Sauna erweitert. Sie genehmigte auch den Bau eines unterirdischen Verbindungstraktes zu einem geplanten Hotel, den sogenannten Bademantelgang. Beide Bauwerke störten die Architekten. Sie wollten eine Art Schmerzensgeld wegen Urheberrechtsverletzungen erstreiten.
Das Gericht erlaubte dem Bauherrn jedoch diese Neubauten als Modernisierungsmaßnahmen. Die Architekten müssen deshalb ihre Interessen zurückstellen. Gegen das Urteil ist noch Berufung möglich. In Rezzo bei Nauen ist die Feuerwehr am frühen Morgen zu einem Einsatz gerufen worden. In dem Ort brannte ein Mehrfamilienhaus. Gegen 6 Uhr hatte ein Mieter im Obergeschoss bemerkt, dass in seinem Schlafzimmer ein Feuer ausgebrochen war. Der 26-Jährige alarmierte daraufhin die Bewohner im Untergeschoss. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brands auf Nachbarhäuser verhindern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der ungarische Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész ist tot. Er starb heute in Budapest nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren. Das teilte sein Verlag mit. Vor 10 Jahren wurde Imre Kertész in Berlin von der Deutschen Gesellschaft für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Von 2002 bis 2012 lebte er überwiegend in Berlin, bevor er dann, schon schwer krank, in seine Heimatstadt Budapest zurückkehrte. Im selben Jahr hat Kertész Teile seines Privatbesitzes an die Akademie der Künste übergeben, deren Mitglied er war. In seinem Hauptwerk Roman eines Schicksallosen berichtet er über seine Erfahrungen als jüdischer Jugendlicher im KZ. 2002 hatte Kertész dafür den Literaturnobelpreis erhalten. Seit den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln schauen wir alle noch mal besonders genau hin, wenn es um mögliche sexuelle Übergriffe geht. In Lübben und Schwarzheide gab es im Januar gleich mehrfach Meldungen über Übergriffe. Andreas Rausch fragt nach, was inzwischen aus diesen Vorfällen geworden ist. Noch in der Silvesternacht soll es in Schwarzheide passiert sein. So zeigt es kurz darauf eine 22-Jährige bei der Polizei an. Brandenburg aktuell berichtete. Den Angaben zufolge war sie in der Nähe einer Asylbewerberunterkunft von 3 Männern umringt worden. Einer von ihnen hielt sie von hinten an den Handgelenken fest. Ein anderer berührte die Geschädigte an der Brust und im Intimbereich. Kein Zeuge, kein Tatverdächtiger, nebulös der Fall bis heute. Tatortwechsel, Lübben. Gleich 3-mal werden hier in kurzer Folge Sexualstraftaten angezeigt, 2-mal von schwangeren Frauen. Immer zwischen Seniorenheim und Bahnhof, eine belebte Ecke. Und immer sollen es Gruppen von jungen Männern gewesen sein. Also es war natürlich zu dem Zeitpunkt ein Thema, ist klar. Da reden die Leute drüber und jeder will was wissen und hast du was gehört und kannst dir das vorstellen, solche Fragen sind dann in der Welt. Und im Netz, bei Facebook schlagen die Fälle Wellen. Das ist echt das allerletzte, was so ein Pack hier abzieht, heißt es. Und widerlich. Und sowas wird von der Regierung noch unterstützt. Die Polizei ermittelt, ergebnislos, wieder keine Zeugen, keine Tatverdächtigen. Die hatten dann so nach den Vorfällen noch 14 Tage, 3 Wochen dann auch in Zivil hier am Bahnhof mehr bestreift, sind auch mal hinterhergegangen, die Wege, die eben hier von Asylbewerbern, die hier zum Landkreisamt gehen, nachgegangen und haben mal beobachtet und haben nichts annähernd in der Richtung feststellen können mehr. Und das heißt zwar nicht, dass nichts passiert ist, aber danach ist auf keinen Fall mehr bekannt geworden, der die Sache nochmal befeuert hätte. Mindestens 8 ähnliche Fälle unmittelbar nach der Kölner Silvesternacht. Eine merkwürdige Häufung. Die Ärztin und Psychotherapeutin Mirjam Glatzel-Seibold versucht zu erklären. Da stehen dann plötzlich 6 Männer, die wollen mir vielleicht was Böses, wer weiß. Das war ja in Köln auch so. Die reden in der Sprache, die ich nicht verstehe. Das verunsichert mich vielleicht zusätzlich. Die haben vielleicht andere Gestik und Mimik, wie die, die mir aus meinem Kulturkreis bekannt ist. Und dann bleibt mir ja nur, um das einzuordnen, das, was ich weiß. Und dieses Wissen stamme aus Medienkonsum und Hörensagen, kaum aus eigener Erfahrung. Die Staatsanwaltschaft Cottbus gibt zu allen Fällen im Moment keine Interviews. Nach Brandenburg aktuellen Informationen sind 2 Ermittlungsverfahren mittlerweile eingestellt worden. Es habe sich nicht um Sexualstraftaten, sondern wenn, dann höchstens um Beleidigungsdelikte gehandelt. In allen anderen Fällen wird weiter ermittelt, doch die Erfolgsaussichten schwinden ohne Zeugen von Tag zu Tag. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Ermittlungen auch noch gegen die vermeintlichen Opfer richten könnten, wegen Vortäuschens einer Straftat. Burkhard Schröder aus dem Havelland war schon Landrat, bevor es den Kreis überhaupt gab, seit 1990 im damaligen Kreis Nauen. Den Titel einziger Landrat von Havelland, wenn denn die Kreisgebietsreform zuschlagen würde, wird er jetzt aber nicht mehr bekommen. Morgen geht er in den Ruhestand, als einer der dienstältesten Landräte Brandenburgs. Als Landrat könne er mehr gestalten als im Landtag, hat er mal gesagt. Heute verabschiedete er sich auf Schloss Ribbeck, standesgemäß. Timmiger zieht Bilanz.
Wir wären ja gern auch ein Stück im Auto mitgefahren für ein entspanntes Interview. Aber nein, das will er nicht, das mag er nicht, heißt es aus seinem Umfeld. Burkhard Schröder hat seinen eigenen Kopf, ist gelegentlich auch etwas widerborstig. Wenn man darunter versteht, sehr konsequent Überzeugung zu verfolgen, ja. Ich bin sicherlich nicht in jeder Hinsicht anpassungsfähig. Feudalherrenmentalität sagen ihm Kreistagsabgeordnete schon mal nach, aber letztlich mag das auch ein Erfolgsrezept sein, dickschädelig und gern das letzte Wort haben. Die Bilanz kann sich sehen lassen, findet er auch selber. Zwei sehr zerstrittene Altkreise, Nauen und Rathenow, doch heute zu einer Havländer Identität zu führen. Und das habe ich wenigstens versucht, indem ich versucht habe, sehr ausgleichend zu wirken. Das Havelland steht gut da und Leuchttürme hat er auch gesetzt. Nicht zuletzt Schloss Ribbeck, in dem er heute feiert. Als sich kein Investor findet, macht er es selber zur kulturellen Begegnungsstätte des Kreises. Oder das Märkische Ausstellungszentrum in Paarenglien. Auch wenn er da ein wenig mit der Bilanz hadert. Da hätte ich mir schon gewünscht, wir hätten heute die kleine Messe Berlin, die aus der Lage des Geländes eigentlich möglich gewesen wäre. Aber so einfach sind die Dinge dann eben nicht. Nun, heute wird gefeiert. Glückwünsche, Geschenke. Ich brauche ja gar keine Pension. Da kann ich ja einen Monat von leben. Von einem Stück Brandenburger Geschichte ist die Rede, die nun in den Ruhestand geht. Seit 1990 im Amt, einer von zwei dienstältesten Landräten und einer, der es selbst der eigenen Partei nicht immer leicht macht. Etwa als er im vergangenen Jahr die AfD-Fraktion im Landtag besucht, da gab es Prügel, auch von Freunden. Ich habe mich ja da klar zu geäußert, dass ich auch ein bisschen unglücklich war über den medialen Ansatz, den die AfD dann da gewählt hatte mit Bild und so weiter. Das würde ich sicherlich nicht so machen. Aber ansonsten völlig klar, Auseinandersetzung und das heißt auch miteinander sprechen, da wo es um die Sache geht. Also wenn man Brandenburger kennt, kommt man mit ihm eigentlich ganz gut zurecht. Er ist stur, er ist auch schwer vom Gegenteil zu überzeugen, wenn er sich mal Dinge in den Kopf gesetzt hat. Aber man muss auch eins ihm zugestehen, er hatte meistens recht. Konsensbrei liebt er überhaupt nicht. Ich auch nicht. Deswegen kommen wir gut miteinander zurecht. Von daher ist er in allen Richtungen offen und geradlinig. Und das muss man, das schätze ich und das ist gut so. Da weiß man, wem man zu tun hat. Nun also Abschied. Schluss nach fast 26 Jahren. Ich folge dem Spruch, man soll in guten Zeiten gehen. Ein Hinweis auf mögliche Aktivitäten im Ruhestand wartet schon auf dem Geschenketisch. Ja, und der Nachfolger wird dann am 10. April gewählt. Diese Bilder machten die Runde. Das kleine Dorf Brese bei Wittenberge im Sommer 2013. Das Elbehochwasser ließ auch den Nebenfluss Stepenitz überlaufen und Brese untergehen. Spätestens seit diesem letzten Hochwasser war allen klar, ein Deich muss jetzt auch wirklich endlich kommen. Ein Abschnitt ist inzwischen fertig. Um weiterzubauen, müssen 11 Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt werden. Heute sollte es soweit sein. Friedrich Hergt. Haben wir alle gesehen, 12-mal und denken wir, ist alles kaputt. In einer Stunde mache ich die Nachkontrolle und dann werden wir sehen. 12 Blindgänger auf engstem Raum, Fliegerbomben, 5 und 10 Zentner schwer. 71 Jahre haben sie bei Brese in der Erde gelegen. Eine echte Herausforderung für die Kampfmittelbeseitiger. Das war ein Stück harte Arbeit. Nicht nur heute, auch die Dienstag und Mittwoch, also die zwei Tage der Vorbereitung, das Ankramen, das Kontrollieren, heute die Ladung anlegen. War doch ein bisschen zeitlich, wir haben es gerade so geschafft. Seit genau 13.44 Uhr sind die Bomben Geschichte. Die Feuerwehr war schon seit dem frühen Morgen im Einsatz, um den Sperrkreis zu sichern. 720 Einwohner von Brese mussten ihre Häuser für die Zeit der Sprengung verlassen. Alle haben das pünktlich und freiwillig getan. Keine Selbstverständlichkeit in solchen Fällen. Ihr habt also Trift und Schwarzen See komplett kontrolliert und keinen mehr angetroffen. Nee, sind alle raus. Die Breser sind an Evakuierungen gewöhnt, wenn auch aus anderen Gründen. Immer wieder tritt das Flüsschen Stepenitz über die Ufer, setzt das Dorf komplett unter Wasser. Für die Bewohner jedes Mal eine Katastrophe. Seit 2002 kämpfen sie für einen Deich.
Man musste erst mal klar machen, dem Landesumweltamt, dem Land selber, auch dem Kreis, dass wir in Brese hier eine Gefährdungsstelle haben, wo es einfach eine Deichaufschüttung bedarf, um den Ort zu sichern. Im vergangenen Jahr hat endlich der Bau des Deiches begonnen. Knapp 1,5 Kilometer sind fertig, 5 fehlen noch. Bei der Untersuchung des Baugrunds für dieses fehlende Stück sind die Bomben gefunden worden. Bombardier ist jetzt Thema bei Peter in den Kurznachrichten. Denn der Aufsichtsrat von Bombardier hat am Nachmittag über den angekündigten Stellenabbau beraten. Zu konkreten Beschlüssen wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Nach der Sitzung sprach IG Metall-Bezirksleiter Höbel von einem eher enttäuschenden Verlauf des Treffens. Die Gewerkschaft hatte sich mehr Klarheit über den künftigen Kurs des Konzerns und den geplanten Stellenabbau erhofft. Der Schienenfahrzeughersteller will weltweit etwa jeden 12. Arbeitsplatz in dieser Sparte streichen. In Deutschland stehen mehr als 1.400 Arbeitsplätze auf der Streichliste. Allein am Bombardier-Standort Hennigsdorf sollen 270 Stellen wegfallen. Der Bund deutscher Kriminalbeamter macht die georgische Mafia für einen Großteil der Wohnungseinbrüche in Deutschland verantwortlich. Die Mafia spreche gezielt Verbrecher in Georgien an, sagte BDK-Vorsitzender Schulz der Bild-Zeitung. Diese würden dann in Deutschland Asyl beantragen und währenddessen regelmäßig einbrechen. Professionelle Banden aus Südosteuropa und nordafrikanischen Staaten gingen dabei regelrecht auf Raubzug in Deutschland, hieß es. Aufwendige Vermessungsarbeiten an der Nordkapelle der Frankfurter Marienkirche. Dazu kam heute auch eine Kameradrohne zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe wurden von oben detaillierte Fotos von der Fassade erstellt. Die Aufnahmen wurden genutzt, um ein dreidimensionales Bild von der Kapelle zu fertigen. Mitarbeiter der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin stellen die Daten dem Landesamt für Denkmalschutz zur Verfügung. Sie sollen für Forschungsarbeiten zum Reformationsjahr 2017 genutzt werden. Die Niederbarnimer Eisenbahn gibt Flüchtlingen in ihren Zügen künftig Hinweise auf das sichere Verhalten im Bahnverkehr. Regeln und Tipps finden sich auf Plakaten in den Waggons. Auslöser der gemeinsamen Aktion mit der Bundespolizei waren mehrere gefährliche Situationen an der Strecke in der Nähe des Flüchtlingsheims in Fürstenwalde. So waren Personen einfach über die Gleise gelaufen. Die Plakate sind in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache verfasst. Vor dem Ostderby am Samstag gegen Dynamo Dresden beklagt Energie Cottbus Personalprobleme im Angriff. So ist der Einsatz von Stürmer Sukuta Pasu fraglich. Er muss sich mit einer Achillessehnenverletzung plagen. Ausfallen wird Offensivspieler Sven Michel. Er kuriert gerade eine Mandelentzündung aus. Auch der Spanier Arimani wird wegen einer Muskelverletzung nicht dabei sein. Der RBB überträgt das Spiel am Samstag live. Die Weltelite des Turnsports trifft sich bis zum kommenden Sonntag in Cottbus. Am Turnier der Meister nehmen 180 Sportler aus insgesamt 35 Ländern teil. Bereits die Qualifikationswettkämpfe am heutigen Donnerstag waren gut besucht. Der alljährliche Wettkampf findet seit 1979 in Cottbus statt. Versuche, das Turnier in Berlin zu etablieren, scheiterten in den 70er Jahren. Sportler monierten damals das angeblich mangelnde Zuschauerinteresse der Hauptstädter am internationalen Turnsport. Deshalb wurde das Turnier dauerhaft nach Cottbus verlegt. Im Berliner Schloss Schönhausen sind zu DDR-Zeiten Staatsgäste im historischen Rokoko-Ambiente empfangen worden. Von heute an ist hier die Ausstellung Schlösser für den Staatsgast, Staatsbesuche im geteilten Deutschland zu sehen. Sie zeigt, dass trotz unterschiedlicher politischer Systeme beide Republiken feudale Schlösser als Bühne wählten. In der Bundesrepublik war es Schloss Augustusburg bei Bonn. Die Ausstellung dokumentiert Parallelen und Unterschiede dieses Teils der deutsch-deutschen Geschichte. Seinen eigenen Weg gehen. Keine Lebensphilosophie, sondern beim Parkourlauf ganz wörtlich gemeint. Hindernisse werden einfach Teil der Strecke. Ob Joanna Jambo auch ihren eigenen Weg geht, die Wetteraussichten. Das Wetter ist in diesen Osterferien ja nicht im Balance. Dafür aber die Mädchen und Jungs hier in Potsdam. Denn sie üben Parkour, ein echtes Bewegungsabenteuer, das man angeblich nicht mit den Augen verstehen kann. Wir zeigen aber trotzdem ein paar Bilder. Eine Woche lang trainieren die Kids im Jugendzentrum Treffpunkt Freizeit. Nach den Regentagen ging es heute zum ersten Mal raus aus der Halle.
Das kann ich jetzt nicht, aber du kannst mir erklären, was das Besondere an Parcours ist. Dass man sich selbst den Weg raussucht. Okay. Weil sonst ist ja meistens mit dem Wandern, da ist ja ein Weg vorgegeben. Ich finde es so cool, weil man kann einfach seinen eigenen Weg so rauswählen. Wenn da irgendwie so ein Baum stand ist, finde ich es einfach toll, da irgendwie rüber zu springen und mir irgendwelche Wege zu suchen. Man muss nicht unbedingt cool sein, um Parcours zu können. Sondern was muss man sein? Man muss einfach den Mut dazu haben, ja. Weil da kann man sich schon verletzen. Es macht vor allem Spaß, wenn man auch mal draußen ist. Weil in der anderen Ferienwoche habe ich meistens so drin gehockt. Und ja, das war dann meist nicht so. Geschafft, geschafft, super. Wie ist das Gefühl jetzt geschafft? Sehr toll. Lass uns mal zusammen auf die Wetteraussichten gucken, oder? Ja. Okay, wir schauen mal. Die Nacht bleibt frostfrei, wird aber noch kalt. 2 bis 4 Grad mit Schauern im Süden des Landes. Morgen dafür perfekte Trainingstemperaturen im Norden, sehr sonnig. Trocken im ganzen Land bei 11 bis 13 Grad. Trainer Lukas fängt mit den Kids klein an, kennt aber die ganz großen Hürden. Sehr hohe, unüberwindbar scheinende Mauern sind die spannendsten, die ich so treffe. Und da rauszufinden, dass es doch irgendwie geht. Einige sind so ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und das Schöne ist, dass die ein bisschen vorsichtig sind, vielleicht danach sagen, hey, cool, habe ich geschafft, kann ich doch. Und anders geht es auch, dass die sagen, hey, ich bin der Größte der Welt, merken, oh, doch nicht. Ist ja doch es ein gibt bisschen, Grenzen. Ja, das nähert sich dann so an. Ich finde das Schöne, was die Kinder erleben, ist oft, dass sie sich selbst besser kennenlernen. Ja. Hm? Ist das ein schöner Wettersport? Ich meine, Sie werden jetzt sagen, pff, Regen, nee, egal. Aber eigentlich schon. Egal. Eigentlich schon. Macht mehr Spaß. In schönem Wetter macht es mehr Spaß. Ja. Ja, und es wird immer wärmer. Nach einem Traumstart ins Wochenende erreichen die Temperaturen am Montag 23 Grad. Am Samstag wird die Nacht aber noch teils frostig bei minus 1 Grad. Zuschauen, nachmachen, kleine Frühlingsübung für Sie am Ende noch. Rechtes Bein nach hinten. Ja, danke schön, Joana. Apropos Traumwochenende. Am Wochenende soll es den ersten Spargel aus Belitz geben. Ja, schöne Aussicht auch hier. Das ist in Potsdam. Blick über die sogenannte Berliner Vorstadt. Hinten im Bild, da sehen Sie den Babelsberger Park. Um die Biegung käme man dann zum Griebnitzsee und dann wären Sie schon ganz in unserer Nähe beim Studio. Danke schön, Marcel Schirp, fürs Foto. Ja, Peter, soweit, so gut. Und hier folgt gleich die Tagesschau und danach um 20.15 Uhr Polizeiruf 110. Und die Kollegen von RBB Aktuell melden sich um 21.45 Uhr und schauen dort schwerpunktmäßig auf den Ausbildungsmarkt in Brandenburg und Berlin. Wir beide sind dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Machen Sie es gut. Ciao. Die Stadt Naunhof im Landkreis Leipzig ist schon etwas Besonderes. Mitarbeiterfrust. Seit über 20 Jahren gibt es für städtische Angestellte keinen Tarifvertrag. Kriminalstatistik. Immer mehr Einbrecher steigen in Wohnungen und Büros ein. Und Schanzenclown. Skisprunglegende Jens Weißflog erinnert an den legendären Eddie the Eagle. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Daniel Johe. Willkommen zum Sachsenspiegel. Demonstrieren ist ein Grundrecht, Gewalt dabei anzuwenden ist es nicht. In Merane hatte es Ende letzten Jahres Proteste gegen dort ankommende Flüchtlinge gegeben und in deren Folge kam es zu Ausschreitungen. Polizisten wurden angegriffen und heute hat das Ganze ein Nachspiel vor Gericht. 1. November vergangenen Jahres. In Merane kommt ein Zug mit Bürgerkriegsflüchtlingen an. Die Familien aus Syrien sollen in Busse umsteigen und auf verschiedene Unterkünfte verteilt werden. Das passt einer Menschenmenge, die sich am Bahnhof versammelt hat, gar nicht. Einige dieser Leute wollen den Zug blockieren. Die Polizei spricht Platzverweise aus. Die meisten der Demonstranten gehen nach Hause. Aber rund 80, vor allem Jugendliche, bleiben. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei. Aus der Masse fliegen Feuerwerkskörper auf die Beamten. Amtsgericht Hohenstein-Ernsthal heute Morgen. Für Michael R. hat der Abend im November ein gerichtliches Nachspiel. Er hatte einen Beamten mit der Faust auf das Visier seines Helms geschlagen und ihn verletzt. Bei der Festnahme verletzte er einen weiteren Beamten. Der Fall ist klar, aber nicht einfach.
Wie in jedem Fall muss der Richter die Wahrheit ermitteln und dabei die Schuld und den Schuldumfang des Angeklagten feststellen. Dabei ist auch von Bedeutung, inwieweit sich dieser Fall auf die öffentliche Meinung auswirken kann. Also es muss durch Urteile in Einzelfällen klar gemacht werden, dass sich der Staat bestimmte Sachen nicht bieten lassen kann und bieten lassen darf. Der mehrfach vorbestrafte Michael R. wird zu 6 Monaten Haft verurteilt, für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Anschließend steht noch Dominik M. vor Gericht. Er hatte in Merane Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen. Sogenannte Polenböller, die in Deutschland nicht zugelassen und gefährlich sind. Der junge Mann ist geständig und nicht vorbestraft. Er kommt mit einer Geldstrafe davon. Er bedauert das, was geschehen ist. Das hat er auch damals schon an dem Abend bedauert. Hat sich auch schon damals bei den Polizeibeamten vor Ort an dem Abend entschuldigt. Hat es heute noch mal wiederholt in der Verhandlung. Und er sieht das auch heute so, dass man, wenn man schon protestieren will, das nicht auf diese Art und Weise macht. Das machte der Richter auch in seinen Urteilsbegründungen deutlich. Anlass und Demonstration an sich seien nicht strafbar, die Gewalt schon. Was ist wichtiger, dass eine Stadt finanziell ordentlich dasteht oder dass sie ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlt? Im Idealfall geht beides. In Naunhof aber, da scheint man nicht zueinander zu kommen. Es ist eine der wenigen sächsischen Gemeinden, die ihre Bediensteten nicht nach Tarif bezahlt. Der Bürgermeister würde das zwar gern tun, aber der Stadtrat ist größtenteils dagegen. Bilder vor wenigen Minuten vor dem Rathaus in Naunhof. Viele Angestellte der Stadt sind gekommen, um ihren Unmut zu zeigen. Denn schon seit über 20 Jahren bezahlt Naunhof für seine städtischen Angestellten unter Tarif. Gerade eben begann hier die Stadtratssitzung. Programmordnungspunkt 3, mal wieder dieses Thema. Die Initiative kommt vom amtierenden Bürgermeister selbst, der als Arbeitgeber ja eigentlich gegen steigende Kosten der Stadt sein müsste. Andererseits ist es aber so, dass ich meine, dass im 21. Jahrhundert ein Tarifvertrag in eine öffentliche Einrichtung gehört. Und demzufolge auch das Interesse oder anders das Bemühen um den Tarifvertrag meiner Kollegen schon durchaus nachvollziehen kann. Die insgesamt knapp 180 Angestellten der Stadt werden nämlich deutlich schlechter bezahlt als Mitarbeiter anderer Kommunen, wie hier im Naunhofer Bauhof. Außerdem werden in Naunhof für gleiche Tätigkeiten oft ganz unterschiedliche Gehälter bezahlt. Auch das sorgt bei den Angestellten für jede Menge Frust. Wir sind im öffentlichen Dienst, alle anderen Gemeinden werden auch normal bezahlt, die Mitarbeiter. Und es kann nicht sein, wenn unsere Facharbeiter dann als Facharbeiter nicht bezahlt werden. Wirklich bloß die unterste Gehaltsstufe, was normalerweise ein Ungelernter haben würde. Der Zorn richtet sich vor allem gegen die Mehrheit im Naunhofer Stadtrat, die Bürgerinitiative Naunhof, die Unabhängige Wählervereinigung und die CDU. Kein Vertreter wollte sich heute vor der Kamera äußern. Schon in der Vergangenheit versuchten die städtischen Angestellten, mit diesen Stadträten ins Gespräch zu kommen. Die Stadträte haben das wirklich von vornherein abgebrochen. Man hat also wirklich Gespräche, die wir im Vorfeld geführt haben, zunichte gemacht. Uns blieb gar keine andere Möglichkeit, als dass wir gesagt haben, dann müssen wir uns jetzt wirklich gewerkschaftlich organisieren, so leid uns das tut. Rückendeckung kommt vom Landrat. Auch wenn die Kosten für die vollständige Einführung eines Tarifvertrages die Stadt Naunhof pro Jahr rund 320.000 Euro kosten würde. Also ich empfehle es, der Stadt Naunhof zum Tarifvertrag zurückzukehren. Die finanzielle Lage lässt es auf einen Schlag und sofort nicht zu, weil die finanzielle Situation derzeit doch angespannt ist. Von daher empfehlen wir das über einen mehrjährigen Zeitraum zu organisieren. Sollte der Stadtrat einem Tarifvertrag doch zustimmen, hätte unterm Strich jeder städtische Angestellte, egal ob Kindergärtner oder Hausmeister, rund 150 Euro mehr in der Lohntüte. Ich fürchte allerdings, dass man wieder die Mehrheit dazu nutzen wird, die Dinge wieder von der Tagesordnung abzusetzen, wie das schon mehrfach passiert ist. Oder wir schaffen es heute Abend endlich, Leute zu benennen, die sich in die Tarifkommission setzen und endlich mal den ersten Schritt zu machen. Doch der scheint schwer. Zu verfahren ist wohl die Lage in Naunhof bis jetzt. Rauchwolken über Leipzig. Heute Mittag ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Alles verlief planmäßig, so die Polizei. Ein Gebiet im Umkreis von 1 Kilometer musste geräumt werden. 900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war gestern bei Bauarbeiten im Bereich des Güterbahnhofs in Waren gefunden worden. Erst im Januar wurde im selben Stadtteil auch schon eine Fliegerbombe entdeckt. Die Kriminalstatistik, die ist zwar erst am Mittwoch soweit veröffentlicht zu werden, aber schon jetzt steht fest,
Es gibt deutlich mehr Wohnungs- und Ladeneinbrüche in Sachsen. Ein Grund scheint die Beschaffungskriminalität zu sein. Also Drogensüchtige steigen in Wohnungen ein, um ihre Sucht zu finanzieren. Aber auch professionelle Banden, oft aus Osteuropa, schlagen immer häufiger zu. Und manche Opfer trifft es sogar gleich mehrmals. 10% mehr Einbrüche, 10% mehr Opfer. So lautet die vorläufige Bilanz der sächsischen Polizei. Auch die Dresdner Kosmetikerin Kerstin Fiedler ist Einbruchsopfer, inzwischen schon ein routiniertes. Also das war jetzt die dritte Version. Das erste Mal hat man es einfach nur versucht. Beim zweiten Mal hat es dann wirklich geklappt. Da ist der Dieb durch die Tür reingekommen. Beim dritten Mal war es dann mal durch die Damentoilette. Und es werden immer einzelne Sachen gestohlen. Also was weiß ich... Hier ein paar Flaschen oder mal ein Regal voll Parfums oder ähnliche Produkte. Ansonsten, Geld ist nicht. Heute wird mit EC bezahlt. Da ist nichts zu holen. Und wie schnell es gehen kann, zeigt der Einbruchsexperte. Wer will und das richtige Werkzeug dabei hat, stemmt Tür- oder Fensterrahmen in 8 Sekunden auf. Laut der Tageszeitung Die Welt sei die Zahl der Einbrüche bundesweit auf einem historischen Höchststand. Der Freistaat liegt dabei im Mittelfeld, sagt Sachsens Innenminister Markus Ulbich. Verantwortlich dafür sind insbesondere organisierte Banden, immer mehr auch aus Südosteuropa. Hier gilt es, die Vernetzung, die es innerhalb Deutschlands schon gibt, in Europa weiter auszubauen, um den Kriminellen auch klar das Handwerk zu legen. In Kerstin Fiedlers Fall konnte der letzte Diebstahl aufgeklärt und das Diebesgut zurückgegeben werden. Doch das ungute Gefühl und der Wunsch nach mehr Sicherheit bleiben. Man versucht, die Sicherheitsmaßnahmen noch zu erhöhen. Es gibt Überwachungskameras, es gibt inzwischen ein Alarmsystem. Aber ja, am Anfang ist man schon ziemlich unruhig. Dann schläft man irgendwann noch wieder. Die Politiker wollen nun die grenzüberschreitenden Kooperationen der Polizei auf Bundesebene und mit den Nachbarländern weiter ausbauen. Die gute Nachricht für Radfahrer. Es gibt in Sachsen 1200 Kilometer Radwege entlang der Staats- und Bundesstraßen. Die schlechte Nachricht, im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das wenig. Das zumindest kritisiert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Der Ausbau, so beklagt der ADFC, gehe nur sehr schleppend voran. Und tatsächlich, es gibt Lücken im Radwegenetz. Seit 12 Jahren wird hier ein Radweg geplant. Länge 3 Kilometer zwischen Wallroda und Arnsdorf. Versprochen wurde der Radweg von den zuständigen Behörden, als 2004 die Schule in Arnsdorf dicht gemacht wurde. Fertig wurde nur der Abschnitt von Radeberg bis Wallroda. Der Rest scheitert an Eigentumsfragen und Planungsschwierigkeiten, so der zuständige Landkreis Bautzen. Unfassbar für Kreisrat und Anwohner Rolf Dähle. Die Probleme waren bekannt. Und man hat denselben Schülern zugemutet, für eine Ersparnis im Staatshaushalt längere Wege und Mühen auf sich zu nehmen. Aber für die gleichen Schüler einen sicheren Schulweg zu bauen, das dauert dann eben Generationen. Kein Einzelfall in Sachsen, so der Allgemeine Deutsche Fahrradclub heute in Dresden. Der Freistaat liegt demnach beim Radwegebau weit hinter dem Bundesdurchschnitt. 2015 wurden 6 Kilometer Radweg an Staatsstraßen gebaut, notwendig wären jährlich 70 Kilometer. An den Bundesstraßen waren es 17, notwendig hier 30 Kilometer. Nur um den Bundesdurchschnitt zu erreichen. 8 Millionen Euro stellt Sachsen 2016 bereit. Der ADFC fordert 20 Millionen, vor allem aber mehr Personal für die Planung. Das Land hat zwar Fördermittel zur Verfügung gestellt, aber es kümmert sich zu wenig darum, wie diese Fördermittel auch wirklich dann in echten Asphalt gegossen werden. Die Kommunen werden mehr oder weniger alleingelassen. Und wir sehen das daran, dass im Prinzip quasi die Stelle des Radverkehrsbeauftragten auf Landesebene seit fast einem Jahr im Prinzip unbesetzt ist. Die Kritik an der Radwegepolitik des Freistaates weist das zuständige Ministerium für Wirtschaft und Verkehr zurück. Notwendig für den Bau von Radwegen sind Mittel, einfache Verfahren und die Möglichkeit der Kommunen, diese Mittel abzunehmen. Und diese Voraussetzungen sind geschaffen. Der ADFC fordert, dass der Freistaat die insgesamt 1000 Kilometer fehlenden Radwege Neubau bis 2025 aufholen soll.
In Wurzen gab es einen mutmaßlich politisch motivierten Anschlag. Linksextremisten sollen gestern Nacht ein Auto in Brand gesteckt haben. Ziel der Angreifer war laut Presseberichten der vor kurzem zurückgetretene Legida-Chef Markus Jonke. Die Polizei wollte den Namen nicht bestätigen. Vor fast genau einem Jahr bereits gab es an gleicher Stelle einen Brandanschlag, ebenfalls auf ein Auto von Jonke. Und jetzt weitere Nachrichten aus Sachsen im Überblick. Frühling belebt Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz waren im März dieses Jahres 175.400 Menschen im Freistaat ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,3%. Im März 2015 lag sie noch bei 9,1%. Witterungsabhängige Branchen könnten nach dem milden Winter zügig wieder Mitarbeiter einstellen. Insgesamt sei die Nachfrage nach Arbeitskräften so hoch wie nie seit der Wende. Erinnerung an Aufstand. Das Bautzen-Komitee hat im Gedenken an den Häftlingsaufstand von 1950 zu einer Andacht in die Kirche der Justizvollzugsanstalt Bautzen geladen. Am 31. März 1950 erhoben sich die Häftlinge gegen ihre unmenschlichen Bewacher und forderten bessere Haftbedingungen, nachdem sie kurz zuvor bereits in einen Hungerstreik getreten waren. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Vereinswappen schmückt Stadion. Das Logo des Chemnitzer FC ist am Morgen an der Fassade des Hauptgebäudes angebracht worden. Ein Kran musste das 8 Meter hohe und 800 Kilogramm schwere Wappen anheben. Etwa 27 Millionen Euro investiert die Stadt in die neue Spielstätte. Mitte Juni soll die Eröffnung sein. Neues Spielgerät für Braunbären. Im großen Bärengraben am Torgauer Schloss ist ein Klettergerüst aufgestellt worden. Die Lebenshilfe Torgau hat es konstruiert und das Holz bearbeitet. Mit dem Klettergerüst soll der ausgeprägte Spieltrieb der Bären gestillt werden. Die Tradition der Bärenhaltung in Torgau währt bereits mehr als 500 Jahre. Bisher gab es Frauenparkplätze, jetzt gibt es auch Frauenzugabteile. Und zwar in der mitteldeutschen Regiobahn zwischen Leipzig und Chemnitz. Und diese Neuerung entfacht eine hitzige Debatte. Die einen sagen, ist doch gut, ein sicheres Abteil für Frauen, wo sie geschützt sind vor Anmachen oder Belästigung. Andere sagen, das ist ein großer Rückschritt. Frauen und Männer gehören auf keinen Fall getrennt im Alltag. Es gab schon einige Zeichen an und in den Zügen der mitteldeutschen Regiobahn. Seit Gründonnerstag nun gibt es ein weiteres, dieses Zeichen. Es kennzeichnet die neu eingeführten Frauenabteile. In jedem Zug der Regionalexpresslinie 6 zwischen Leipzig und Chemnitz wurden jeweils zwei spezielle Frauenabteile eingerichtet, mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl der weiblichen Fahrgäste zu stärken. Ach, um Gottes Willen. Braucht man das? Nee, meiner Meinung nicht. Ist vielleicht in der Bahn gar nicht so unangebracht, weil die alten Waggons mit diesen Einzelabteilen ja dann doch nicht einsehbar sind. Ich bin schon mal mit meinem Enkel gefahren, da war das etwas unruhig da drin in den Zug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht diskriminierend, aber ich finde es nicht schön. Aber ich habe mit meiner Frau in einem Frauenabteil gesessen. Und wurden Sie angesprochen? Nein, nicht. Und wie fanden Sie es in diesem Abteil? Genauso wie in einem anderen Abteil. Mit der Einführung des neuen, speziell für die weiblichen Fahrgäste angelegten Angebots sorgt die mitteldeutsche Regiobahn seit letzter Woche für reichlich Aufmerksamkeit. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird mit den Frauenabteilen hart ins Gericht gegangen. Die Vorwürfe, sie reichen von Diskriminierung über Verletzung der Grundrechte bis hin zur mittelalterlichen Denkweise. Mit separaten Abteilen alleinreisenden Frauen mehr Sicherheit geben zu wollen. Der mobilitätspolitische Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag, Marco Böhme, hält das für den falschen Ansatz. Es müssen große, offene Abteile sein, wo man sich gegenseitig helfen kann, Zivilgesellschaft einschreiten kann, wenn was passiert. Und das ist schon allein ein Grundproblem in dem Aufbau der Züge, die dort in Leipzig und Leipzig-Chemnitz fahren, weil es dort nur separierte kleine Bereiche gibt, die natürlich verlocken, für Täter dort aktiv zu werden. Vom Betreiber der mitteldeutschen Regiobahn gab es heute nur eine schriftliche Stellungnahme. In dieser heißt es, die speziell gekennzeichneten Abteile sind eine zusätzliche Serviceleistung in den Zügen der mitteldeutschen Regiobahn. Es geht uns bei dieser Maßnahme vor allem darum, dass sich die Fahrgäste in unseren Zügen zu jedem Zeitpunkt sicher und wohl fühlen.
Mit der Einführung der Frauenabteile setzten wir einen Wunsch unserer Fahrgäste um. Ob die Frauenabteile künftig wirklich für mehr Sicherheit in den Zügen sorgen, wird sich zeigen. Derzeit sorgen sie in erster Linie für mächtig Gesprächsstoff. Ja, und deswegen haben wir auf mdrsachsen.de auch mal ein Voting eingerichtet. Da können Sie abstimmen. Die Frage lautet, sollten in Zügen spezielle Frauenabteile eingerichtet werden? Und eine übergroße Mehrheit stimmt aktuell für Nein. Allerdings läuft die Umfrage auch noch. Und wir legen das Tablet jetzt auch gleich wieder zur Seite und fragen mal, wie konnte man früher eigentlich ohne solche Geräte leben oder überhaupt ohne Internet? Und was war noch alles vor 25 Jahren anders? Wer schon einige Jährchen auf dem Buckel hat, der kann diese Frage aus eigener Erinnerung beantworten. Kinder aber können das nicht und haben vielleicht auch ganz andere Fragen. Für sie ist ein großer Teil der letzten 25 Jahre Geschichte. Und die gilt es zu erforschen heute im Rahmen eines Projekts in Pirna. Wie war das damals, früher, als die Erwachsenen von heute noch Kinder waren? Die Kinder vom Zeitreise-Ferienprojekt haben sich heute für das DDR-Museum Pirna entschieden, um den früheren Lebensraum ihrer Eltern und Großeltern etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Da waren halt Kinderzimmer, also ein Kinderzimmer und Wohnzimmer und Bad. Und das fand ich sehr schön gemacht. Mir haben die alten Autos gefallen. Die sahen schön aus, auch so rund und so. Und dann hat mir gefallen, das war so ein alter Konsum, also, ja. Eine Zeitreise zum Mitmachen heißt die Ferienaktion der Projektschmiede Dresden. Das heißt, die Forschungsergebnisse über die Zeit von damals werden auch dokumentiert. Das ist ganz wichtig, weil wir ja aus unserer eigenen Vergangenheit auch lernen sollen. Und natürlich ist innerhalb der DDR ganz viel passiert, was heute schon in Vergessenheit geraten ist. Und das kann man gerne mal wieder raufholen und man kann überlegen, was war gut, was war schlecht. Natürlich werden auch Zeitzeugen befragt, auf der Straße, im Interview. Was hat man zum Beispiel gegessen in der DDR? Gab es das wirklich, tote Oma? Koche ich auch. Tote Oma, das ist Blutwurst. Haben Sie schon mal Tote Oma gegessen? Was? Tote Oma? Ja, ist ein bisschen Begriff, ja. Und wie schmeckt das? Och, gut, ja, ja. Praxistest zum Essen in Pirna. Heute mit DDR-Kartoffelsalat nach Mutti-Rezept. Das kommt gut an, aber nicht alles in der DDR war wirklich schön. Dann gab es da auch ganz komische Dinge, zum Beispiel die Kuscheltiere haben mir jetzt nicht so richtig gefallen. Da waren so Kuscheltierhasen, die waren ziemlich komisch. Also die haben mir jetzt nicht so ganz gefallen. Bis zum Wochenende gibt's auf der Zeitreise ganz bestimmt noch einiges zu entdecken. Vor einer Stunde ist in der Städtischen Galerie Dresden eine ganz besondere Ausstellung eröffnet worden. Flüchtlinge und Migranten zeigen hier ihre Kunstwerke. Knapp 60 Bilder wurden für die erste Ausstellung dieser Art ausgewählt. Vielfach geht es in den Kunstwerken um persönliche Geschichten. Ihre Kunst öffentlich zu präsentieren, ist für die meisten Geflüchteten eine Premiere. Denn in ihren Heimatländern sind vor allem politische Karikaturen ein Tabu. Und wir bleiben bei Werken, die von Hand gefertigt sind und etwas Künstlerisches an sich haben. Vom Holzdesigner über den Buchbinder bis hin zum Goldschmied. 60 Kunsthandwerker öffnen in ganz Sachsen ab morgen ihre Werkstätten für Besucher. Da kann man den Profis über die Schulter schauen. Und wir haben das vorab schon mal getan und wollten wissen, wie entstehen eigentlich Blasinstrumente? Die Bleischmelze fasziniert auch ihn immer wieder. Seit fast 40 Jahren, seitdem er Trompeten und Posaunen selber baut, seit seiner Lehre. Frieda Löbner aus Bautzen liebt seinen Beruf. Mit den eigenen Händen etwas werkeln, etwas Schritt für Schritt entstehen lassen, das ist es, was ihn begeistert. Bis heute. Ja, aus Metall was zu kreieren, was einfach was zu verändern, das ist was wird. Was man benutzen kann. Das denke, das geht jedem Schmied so, das geht jedem Goldschmied so, das geht jedem, der aus ein paar Stücken Metall irgendwas fertigt. Es dreht sich alles um das Schallstück, das Herz jeder Trompete. Wenn Meister Löbner die Naht nicht sorgfältig verschlägt, das gute Stück nicht ausreichend reibt und feilt, dann wird es nichts mit dem klassischen romantischen Klang, der seine Instrumente auszeichnet.
Es geht darum, dass die Instrumente besonders gut gehen, besonders gut klingen, besonders in sich gut stimmen und der Bläser sehr gut damit zurechtkommt, sprich zufrieden ist mit dem Klang, mit dem Sound. Frieder Löbner ist einer der 60 Handwerker in Sachsen, die sich an den europäischen Tagen des Kunsthandwerks beteiligen. Er stellt gern sein seltenes Handwerk vor. Bis zu 50 Stunden braucht es, bis eine Trompete oder Posaune mitsamt ihren 280 Einzelteilen fertig ist. Hier sehen wir jetzt noch diverse Falten, also so einen leichten Faltenwurf. Den will man nicht, aber der entsteht doch mehr oder weniger. Und das ist jetzt noch ein bisschen Kunst, diese Falten wieder zu beseitigen. Die Werkstatt von Frieda Löbner in Bautzen ist morgen und Sonnabend geöffnet. Dann darf man dem Meister über die Schulter schauen. Und vielleicht lässt er auch seinen eigenen Sound erklingen. Wunderschön. Und von der Trompete zu härteren Tönen. Ostdeutsche Rocklegenden waren heute hier in Dresden im MDR Landesfunkhaus Sachsen zu Besuch. Peter Mayer von den Pudis war im Hörfunkstudio von MDR 1 Radio Sachsen. Außerdem Georgi Gogov von City und Bernd Römer von Karat. Denn die planen alle zusammen eine Tour. Am 14. April geht es los. 7 Auftritte wird es geben in Riesa, in Leipzig, Kamenz, Dresden und Schwarzenberg. Präsentiert wird die Tournee von MDR 1 Radio Sachsen. Und besonders gut gelaunt sind dieser Tage die Pudis. Denn seit gestern steht fest, sie werden für ihr Lebenswerk mit dem begehrten Musikpreis Echo ausgezeichnet. Ja, und eine Legende ist auch er hier. Eddie the Eagle, der einzige britische Skispringer, der es je zu Olympischen Spielen geschafft hat. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig gut Skispringen konnte. Dennoch, der Mann mit dem markanten Aussehen hat ganz viele Menschen begeistert. Und über seinen olympischen Traum gibt es nun einen Kinofilm, in dem auch Sachsen mitspielen. Hey, wo willst du denn hin, junger Mann? Zu den Olympischen Spielen. In dieser Welt will keiner was von dir wissen. Das ist doch nichts Neues. Denkst du, ich bin verrückt? Ja. Eddie the Eagle ist für mich einfach einer, der versucht hat, sportlich sein Ziel zu erreichen, seinen Traum zu verwirklichen, bei Olympia dabei zu sein. Und das hat er für sich geschafft. Tut mir leid, Dad, ich muss auf diese Pisten. Was soll ich denn bitte deinem Lehrer sagen? Sag ihm, ich habe neue Pläne. Neue Pläne? Was für Pläne? Ich werde olympischer Skispringer. In den 80er Jahren stahl der Schanzenclown den Stars der Szene die Show. Extrem kurzsichtig, die dicken Brillengläser meistens beschlagen, sah er gar nicht, wohin er eigentlich springt. Er wurde fast immer Letzter. Der heutige Oberbürgermeister von Auerbach war damals Skispringer der DDR-Nationalmannschaft. Manfred Deckert hat den Briten persönlich kennengelernt, sogar dessen Ski gewachst. Eddie war zum einen ja meist allein unterwegs, er hat sich dann an irgendeine Mannschaft angehängt. Und wir waren in St. Moritz zum Weihnachtssprunglauf und wir haben gesagt, Eddie muss über 60 Meter kommen. Wir haben da auch Wetten drauf abgeschlossen. Und haben ihn auch von ganz oben dann in den Anlauf reingeschubst. Deswegen im Film, das ist alles gar nicht so weit hergeholt. Das ist so passiert. Hab das noch nie vorher gemacht? Ja, okay. Ehrlich? Könntest du mich anschubsen, bitte? Anschubsen? Das ist deutlich höher, als ich erwartet hatte. Eddie the Eagle traute sich, schaffte es zu den Olympischen Winterspielen 1988. Mit 73,50 Meter landete er auf dem letzten Platz, stellte aber britischen Rekord auf. Auch für Jens Weißflug lief es in Calgary nicht so gut. Er konnte sich nur im Mittelfeld platzieren. Da kamen wir uns so ein bisschen vor, wie die Pausenfüller zwischen Matti Nikin, der gewonnen hat, und Eddie the Eagle. Im Letzten, das waren eigentlich die zwei, die als einzige so richtig Beifall bekommen haben. Insofern hat man das natürlich auch ein bisschen kritisch gesehen, dass einer, der quasi der Letzte wird, mehr Beifall kriegt als wir, die quasi 4 Jahre noch ernsthafter für Olympia trainiert haben. Trainieren mussten auch diese drei Männer vom SV Blau-Weiß Dittersbach im Osterzgebirge für Hollywood. Sie waren Helden im Schatten. One, go!
Normalerweise sind sie Vorspringer beim Weltcup, jetzt im Film die Eddie-Doubles. Das war ja für uns alles Neuland, da hatten sie Kameras am Fuß, am Helm. Du musst ja damit auch springen können, ne? Das tut ja auch irgendwo alles irritieren in der Luft und fühlt sich ja alles ganz anders an. Was für mich natürlich neu war, dass man unter Kamerabegleitung und mit gewissen Anweisungen Sprünge zu absolvieren hat. Seit 20 Jahren springe ich jetzt Ski und von Anfang an V-Stil und jetzt von jetzt auf gleich kommen die und sagen, du musst da parallel springen. Ja, und das war dann schon erstmal ja, eine Umstellung. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Er ist gestartet! Kann er das Unmögliche schaffen? Die ganze Geschichte des verrückten Briten ab jetzt im Kino. Ja, und bevor Sie ins Kino gehen, könnten Sie auch noch mal auf unserer Website vorbeischauen. Dort gibt es mehr Informationen zum Eddie the Eagle Film, zum Beispiel Interviews und wie das Wetter wird. Vor allem, wann der Frühling so richtig kommt, das sagt Ihnen jetzt Stefanie Meissner. Dann folgt MDR aktuell ein Thema, die Ankündigung der USA, eine ganze Panzerbrigade an die europäische Ostgrenze der NATO zu verlegen. Ich sage Tschüss und bis morgen.